Hallo Leute, ich bin euer Fred, wieder auf meinem Claim und ich bin immer noch meine Anlage hier am Aufbauen. Aber langsam sind noch ein paar Teile, Preisgut, jede Menge, alles was hier rumsteht, muss dann noch endlich verbaut werden. Also ich muss mal mein schlaues Buch schauen. Also habe ich das mal schauen. Also die Anlage will ich jetzt abbauen. Also ich habe jetzt so. Das habe ich drin, das habe ich drin. Also das habe ich auch A, B und C. Und dann jetzt mache ich, ja gut, zweimal E habe ich auch. Kommt da nicht vorher. Ich habe jetzt vor, D einzubauen. Also machen wir das auch jetzt. Bauen wir erstmal D aus. Aus. Dafür brauchen wir natürlich unseren Riesenbagger. Aber ich schaue mal, der muss zum Tanken. Wo steht er da? Ich habe die Seile noch dran. Oh Gott. Ist schon klar. Motor und Handbremse. Halt, ziehe ich erstmal. Ich weiß, wie die Hebel sind. Vielleicht weiß ich doch, was vorne das hinten ist. Ja. Jetzt sehe ich den Tank an. Das ist nicht gut. Das heißt, ich kann die Kiste auf jeden Fall mal. Müsste ich mein Bild woanders hin platzieren. Jo, dann kann ich schon mal öffnen. Ich muss da auch. Das machen wir erstmal. Hier, kann ich stoppen. Gestern bei dem Teil gab es einige Probleme. Ich will hoffen, dass es heute wesentlich einfacher wird. Ich muss mir gleich mal die Rolle ansehen. Dann ist voll okay. Ich habe mir hier einen riesen Tankanlage in Stellen machen. Ich bin ja zwei, habe ich aber. Ach ja, ich bin ja schon. Jetzt muss ich nur schauen, wie rum kommt das Teil. Und ich glaube, das liegt schon genau richtig. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Deswegen schauen wir uns das nochmal an. Also der Motor hört hinten links hin. Also warum muss ich das Teil nochmal drehen? Das ist natürlich nicht gut. Also der Motor hört da hinten rechts. Da muss ich mit den Seilen ein bisschen. Erstmal stelle ich mich mit Feuer vor. Thank you.
Aber das ist gar nicht so übel. Dann kann ich nämlich, dann hol ich den von der Seite, also von der Seite. Jetzt ist natürlich das Problem, dass ich da gerade rauskriege, ja, super. Da liegt sie jetzt schon mal richtig. Das war schon mal eine Sache, die gut ging. Da brauche ich einen Schlotter umzusetzen. Ich könnte auch noch was vor. Na gut, ich schau mal. Also, muss ich jetzt mal schauen. Das ist eigentlich klar. Nein, das ist nicht klar. Den noch mal da hinten. Passt schon mal, das ist schon mal gut. Dann machen wir den. Den machen wir dann hier vorne. Aha. Jetzt glaube ich, da kriege ich Probleme mit, oder? Ja, jetzt kriege ich Probleme mit. Jetzt muss ich den Bagger halt weiter vorfahren. Also sind's das sah ja wahrscheinlich nicht aus. Ein Bremse wieder vergessen. Aber das müssen wir haben. Aus hier. So, schauen wir mal. Aber jetzt bin ich mal weit vorgefahren. Also. Permanent. Das heißt. Kendern. Kommt dann, Kendern. Ja, und das andere dann wohl. Die andere Seite, ne? So. So, und jetzt müssen wir das Teil.
Gut. Jetzt müssen wir so vorne damit rein. Ich weiß jetzt nur, da muss vorne die Verteidiger stören. Nee, ich muss ganz runter. Das Teil auch von oben rein, wird wahrscheinlich, wie ich das sehe. Ja, ich gehe schon mal von unten links nicht warum. Oder, ich habe jetzt ein Auto hier. Ich muss das von oben rein setzen. Bin ich hier vorbei? Aber dann habe ich den Motor wieder. Da ist natürlich Kacke. Dann habe ich den Motor wieder auf der falschen Seite. Das heißt, ich muss nochmal umsetzen. Ich wohl ist ja wohl egal, ob ich umsetze oder kürze oder kürze oder weil und mehr, das ist aber nicht mehr. Ich muss jetzt schauen, ich bin so absetzen, dass ich an der anderen Seite rankomme. Hier ist ein Knopf. Ja, wo das klappt. So. Ach, jetzt habe ich hier die Seile noch liegen. Ey, ich habe die gestern Weile so, hier liegen sie rum, ey. Die Küchenflaschen auf dem Truck, ey. So, jetzt noch die zwei anderen. Also das Spiel ist ziemlich realistisch, also da muss man schon viel selber machen. Und da will man die einfach so Tag fertig, Tag fertig. Das ist schon sehr gut gemacht, finde ich. So, jetzt muss ich den Bagger einmal rum die andere Seite fahren. Erstmal. Genau, oder? Aber ich bleib mir jetzt mit Fällen hier wieder. So, Glück gehabt. So, jetzt mal hier aus der Fahrenzone.
Ach Gott, mein Hänger, hör mal, ich stehe jetzt wieder. Wo schafft man nicht Platz? Jetzt fahren wir das mal. Die ganze Säule. So, gerade hin. Dann ist der gleiche. Und dann. Jetzt hab ich das jetzt die Seite, ich bin so richtig schade, aber eigentlich noch nicht. So. Jetzt haben wir hier das Seil. Ja, das ist ja schon mal ein. Ja, die Seite. Ist ja schon richtig, ne? Jawohl. Und jetzt jeder Seite ist auf der anderen Seite. Da muss ich jetzt mal schauen. Was ist das? Prima, alles richtig. Das ist okay. Das müssen wir hier einmal machen. Das ist. Ja, alles klar. Jetzt muss ich das einmal noch finden. Da ist es. Also, man kann hier mit Maus und Controller arbeiten. Also bei hier so Kleinigkeiten ist es fast immer besser, den Controller zu verwenden. Die Maus. Wenn man jetzt zum Beispiel hier die Teil sucht. Aber mittlerweile. Aber das ist dann nicht auf der anderen Seite, oder? So, dann nehmen wir es mal wieder weg. Jetzt müssen wir das auf die andere Seite. So, und jetzt auch ein neuer Versuch. Pass mal auf, wie ist das nicht, wie ist das nicht so genau?
glaube, jetzt hattet ihr schon zwei, jetzt schlafe ich den. Ey, so, das ist schon mal perfekt. Super. Jetzt schau ich mir das mit beiden Augen an. Ah ja, was hier noch alles hinkommt. Ja, das sieht doch schon mal nach was aus. Ja, hier wird nachher die ganze Stromkram angeschlossen. So, jetzt gucken wir mal weiter. Ja, was auf jeden Fall. Ich glaube, das hat er gestoppelt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ist doch schon alt, ich wollte die Scheiße an der Seite mal da hinten weg, oder? Wo ist mein Dreck? Wahrscheinlich stehe ich jetzt auf. Aber ich muss mir meine Klappen zu machen. Wieso ist das denn möglich? Nein, warum ist das denn möglich? So, und jetzt finde ich natürlich die Seite nicht mehr. Ja, das ist natürlich... Ich weiß nicht, wo sie sind. Hört? Nein, ja. Also hier liegt noch eins drauf.